Seit dem 17. Jahrhundert gehört zu den Benediktinern des Schottenstiftes in Wien auch die Pfarre Gabenstal im Weinviertel. Vor 12 Jahren wurde ein gewaltiges Projekt gestartet. Man wollte den Pfarrhof wiederbeleben und renovieren. Jetzt steht es kurz vor der Fertigstellung. Die Kriege gegen die Schweden als auch ein nachfolgender Brand haben dem Pfarrhof in Gabenstal vor rund 300 Jahren extrem zugesetzt. Es war das Jahr 1731. Der Abt des Schottenstiftes in Wien musste handeln. Und hat in 45 Jahren Regentzeit hat er überall nur bauen müssen. Und damals ist halt dieser Pfarrhof hier entstanden. Es lässt sich heute nicht sagen, warum dieser Pfarrhof dabei so prächtig ausgefallen ist. Hinter dem Portal mit dem Doppelwappen des Schottenstiftes öffnet sich ein großer rechteckiger Innenhof, umfasst vom zweigeschossigen Wirtschaftshof und dem Hauptgebäude. Vom Kellergewölbe bis zum Festsaal ist heute alles mustergültig renoviert. Gerade der Prälatensaal wird seit der Fertigstellung gerne von Pfarre und Gemeinde für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Wir haben schon diverse Konzerte hier herinnen gehabt, Lesungen, Ausstellungen, Bilderausstellungen, die dann in den anderen Räumen aufgehängt worden sind. Alles, was man sich vorstellen kann. Sehr amüsant sind die Darstellungen der 4 im Barock bekannten Kontinente: Afrika, Asien, Amerika und Europa. Ein besonderer Platz, der den Pfarrhof Gabenstal wohl einzigartig macht, ist der historische Heizraum. Die Öfen sind im Raum gestanden und von hinten her wurden diese Öfen beheizt und damit ist der Heizer natürlich im Rauch drinnen gestanden, der sich dann nach oben in die Schornsteine verflüchtigt hat. Ein Blick in die Vergangenheit lohnt sich, um die Leistungen der Gabenstaler bei der Renovierung hervorzustreichen. Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich der Hof in einem erbärmlichen Zustand. Ein verheerender Blitzschlag war der letzte Auslöser für die umfangreiche Renovierung ab dem Jahr 2006. Der gute Geist, seit mehr als 10 Jahren, ist dabei Brigitta Kaliner. Sie verweist darauf, dass das Gebäude aufgrund der unterschiedlichen Niveaus drohte, auseinanderzubrechen. Die Gebäude selber, die Wände, die Decken, es war alles voll mit Sprüngen, desolat. Der Pfarrhof hat so ausgeschaut, als wenn er auseinanderklaffen würde. Kaum ein Teil des Hauses, der nicht saniert werden musste. Sich in der Pension eine Beschäftigung suchen, ist eine sinnvolle Sache. Als Frau Kaliner sich der Restaurierung dieses Pfarrhofes angenommen hat, wird sie wohl kaum erahnt haben, dass sie einmal 17.000 Stunden hier investiert hat. Dazu kommen noch hunderte Stunden vieler weiterer freiwilliger Helfer. Auch die Jugend von Gabenstal beteiligt sich. Im Wirtschaftstrakt entsteht gerade ein neues Jugendzentrum, das fachgerecht von den jungen Ortsbewohnern adaptiert wird. Der schmucke historische Pfarrhof ist aus dem Ortsbild und dem kulturellen Leben von Gabenstal nicht mehr wegzudenken. Und wenn Sie beim Pfarrhof vorbeischauen wollen, Gabenstal liegt im Bezirk Mistelbach im Weinviertel.